Hallo und herzlich willkommen zu Inside Game with Me. Mein Name ist Pat. Ich bin zurück aus einer langen Winterpause jetzt mit meinem ersten Let's Play. Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen heute Grey Goo. Grey Goo ist ein RTS, also ein Real-Time Strategy Game, ähnlich wie Command & Conquer 3. Ich werde euch in den nächsten Videos halt zeigen, was es für Rassen bei Grey Goo gibt, was für Spieloptionen und wie die einzelnen Klassen funktionieren. In diesem Video heute möchte ich mich einer von drei Klassen, die sind nämlich die Beta einmal, dann gibt es die Menschen oder menschlich und einmal die Goo. Und wir werden uns heute die Goo anschauen, meiner Meinung nach eine der interessantesten Klassen bei Grey Goo, auch passend zum Namen, ja. So, hier oben seht ihr schon mein Account und hier kann man dann die Hauptfraktion, die ich spielen möchte, wählen. Ich möchte die Goo. Ich habe eine kleine 1 gegen 1 Map. Also momentan, wie ihr seht, gibt es nur Maps für 2 Spieler und 3 Maps für 4 Spieler, also dann 2 gegen 2. Könnte man gut für Online-Turniere oder dergleichen benutzen und ich nehme einmal die Goo. Ich wähle die Map Küste aus und so, erstelle das Spiel einmal. So, das dauert einen Moment. So, jetzt kann ich hier kurz eine Farbe auswählen. Ich mache jetzt mal hier pink und die sind hier gelb. Ich werde gegen die Beta spielen, gegen eine normale KI. So, dann starten wir das Ganze. Grey Goo ist am 23. Januar erschienen. War auf vielen Seiten, muss ich sagen, waren die Keys für Steam sehr schnell ausverkauft. Also ich glaube, dass die Hersteller selbst nicht mit dem großen Erfolg davon gerechnet haben. Es gab vorher eine Beta, in die bin ich leider nicht reingekommen. Aber jetzt habe ich das Spiel mir dann zum Release geholt. Habe lange kein Strategiespiel mehr gespielt und komme auch eigentlich aus der Shooter-Ecke. Also verzeiht mir jede Willkürlichkeit und Dummheit, die jetzt in dem Match gleich passiert. Ich hoffe, das Ganze geht gut. Aber ich habe die Goos ein paar Mal gespielt. Nennen wir sie die Goos, ja. Ihr werdet gleich sehen, es ist ein interessanter Ansatz. So, da sind wir. Das ist die Mutter-Goo. Ihr habt also quasi in diesem Game, habt ihr, bei den Goos zumindest, keine Basis. Ihr habt nämlich eine laufende Basis, die sich aufteilen kann wie eine Zelle. So, das ist hier die einzigste Ressource in dem Spiel. Die heißt, glaube ich, Catalyst. Ihr müsst mit der Mother-Goo, also dem Haupt-Goo, müsst ihr einmal über die drauflaufen quasi. Und hier lädt sich dann die Ressource auf in dem Goo selber. Ja, je nachdem wie viele Ressourcen ihr sammelt, ja, könnt ihr dann halt euch aufsplitten, eine kleine Möbe oder eine große oder euch zu einem zweiten Mother Goo splitten. Das heißt, ihr könnt über die Dauer euch in mehrere kleine Basen splitten. Und die Goo, die Mutter Goo, ja, die kann auch selber Einheiten angreifen. Das ist sehr cool. So, ich werde jetzt mal ein bisschen scouten. Da kommt auch schon der Scout vom Gegner, der oben auf der Karte hier sitzt. So, wir Shotgun den mal weg, wenn es dann funktioniert. Er wird wahrscheinlich meine Mutter-Goo suchen. Oder auch nicht, nö. Hat er sie gar nicht gesehen. Finde ich auch nicht schlecht. So, zack, weg ist er. Ich werde mir mal angucken, was der Jung da so baut. Oder werde mal hier in die Wälder. Denn auch Terrain spielt eine große Rolle bei Grey Goo. Ihr könnt quasi, werdet ihr gleich sehen, Einheiten in den Wald stecken. Dann sind die getarnt und können halt angreifen. Bevor der Gegner, ihr seht, auch Lufteinheiten können die dort nicht finden. Was passiert, wenn die jetzt grün sind? Sichtfeld ist auch größer, so. Wir müssen warten. Wir brauchen nämlich für eine zweite Mutter-Goo brauchen wir 2 volle Balken. Wie ihr seht, sind wir gleich dabei. Ja, ich kann ja mal kurz eben reinzoomen. Auch grafisch an sich, finde ich, sieht es ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Liegt momentan preislich bei 39,99 ungefähr. Finde ich eigentlich ganz akzeptabel. Kriegt man aber teilweise bei Steam Key-Seiten auch schon für, ich glaube, 26 Euro ungefähr. Waren aber, wie gesagt, so, jetzt können wir eine zweite Mother-Goo machen. Jetzt haben wir uns aufgeteilt und mit dieser Mother-Goo begeben wir uns jetzt auch zu einem Ressourcenfeld, wo wir dann Ressourcen sammeln. So, am Anfang ist es wirklich mit den Goos so, dass ihr wirklich die Goos euch oft splitten wollt, zumindest dreimal und dann erst Einheiten baut. Und hofft, dass ihr den euch bis dahin in Ruhe lässt. Die Goos werden dann halt, sag mal, im Endgame doch sehr stark. Ein Vorteil mit den Goos, wie ihr auch hier sehen könnt, die Mutter-Goos können über Berge steigen. Also über Terrain, wo andere Fraktionen halt nicht drüber können. Das heißt, so eine Mutter-Goo, wenn in der Nähe von einem Berg ist,
kann halt nicht immer gut flüchten, ohne dass die Schaden nimmt. Und das ist ein großer Vorteil der Goose, obwohl die Fraktion doch so komisch zu spielen ist. So, hier unten könnt ihr sehen, wir können bis zu 12 Goose machen, also 12 einzelne Mutter-Goose. So, mein Scout sitzt weiter im Gebüsch. Ich weiß ja auf der kleinen Map, dass der Gegner hier oben sitzt, von daher. Aber da läuft schon ein Scout lang. Und die Mutter-Goose können auch angreifen. Also falls uns gleich der Scout vom Gegner entdeckt, können wir mit der Mutter-Goose den Gegner aufessen. Macht uns auch schneller Energie als sogar Ressourcen sammeln. Also Gegner aufessen ist immer ganz gut. Ah, da hat er mich gesehen, ne? Naja. Ja. Der Vorteil natürlich ist auch, dass so eine Mutter-Goose natürlich auch sehr viel Lebensenergie hat am Anfang in dem Spiel. Natürlich auch vorteilhaft. So schnell gehen die halt nicht down. Ich glaube, ich werde die Mutter gut da in die Ecke schicken, auch auf das andere, da ist man vielleicht ein bisschen sicherer. So, also das heißt also, die Goose, die können quasi, ihre Base ist quasi, die läuft die ganze Zeit durch die Gegend. Dann gibt es nochmal die Beta, die bauen halt ganz normal C&C-mäßig halt Fabriken und so ein Zeugs. Und dann gibt es die Menschen, die können nur eine große Basis bauen, weil alles in der Basis mit Strom verbunden sein muss. Quasi, das werdet ihr halt in dem nächsten Video, wenn ich dann die menschliche Fraktion und danach die Beta-Fraktion euch zeigen werde. Und es gibt auch Special-Einheiten, also große Einheiten. Dazu muss ich hier, das ist der Proto-Reiniger, dazu muss ich eine Mutter-Goo alle vier Balken voll haben und 5 Minuten braucht das ungefähr, bis der dann spawnt. Der ist aber dann übermächtig und darauf wollen wir hinaus mit den Goos. So, da kommt ein Soldat angelaufen. Der wird sich wahrscheinlich meiner Haupt-Goo hier nähren. So, der hat auch schon gleich 3 Balken voll. Ich überlege jetzt, ob ich noch eine Mutter-Goo mache. Ich glaube, ich mache noch eine Mutter-Goo, ja. Die werde ich dann hier hinschieben. Und dann haben wir jetzt 4 Mutter-Goos und als nächstes werde ich halt eine Goo, das ist die Haupt-Goo hier am Anfang, die werde ich halt voll pumpen, damit ich mit ihr eine Super-Einheit machen kann. Und jetzt werde ich langsam anfangen, Einheiten zu machen. So, man kann einmal hier diese kleine Möbel machen. Da kann man so, ja, sagen wir mal, schwache Einheiten draus bauen. Ich werde mich aber im Spiel, um mit dem Bo richtig gut zu sein, auf die großen Einheiten konzentrieren. Da gibt es einmal den Destructor, da gibt es 2 Stück von, wenn man das macht. Das sind halt quasi die Panzer und den Kraken. Und wir wollen den Kraken bauen. Das zeige ich euch gleich mal. Machen wir mal eben so. Zack. 2 raus. Jetzt können wir uns entscheiden auf dem Feld gleich. Oder habe ich jetzt gerade eine Mutter-Goo gemacht? Ich wollte keine Mutter-Goo machen. Das war jetzt ein Versehen, ja. Na gut. Ja. Seht ihr, so schnell kann es gehen. Ich wollte eigentlich keine Mutter-Goo machen, aber ich kann gleich hier, ja, das braucht noch ein bisschen. Da unten kann man immer gucken, so wie weit man ist ungefähr. Hier geht es gleich rund. Da kann ich gleich direkt schon so früh im Spiel, quasi nach 5 Minuten im Spiel, kann ich anfangen, meine Spezialeinheit zu leveln. Das dauert nur halt ein bisschen lange, 5 Minuten ungefähr. So, jetzt, zack. Jetzt dauert es bis 5000 Health und dann habe ich meinen ersten Proto-Reiniger. Jetzt gleich müsste ich aber endlich mal Einheiten bauen. Hab mich nämlich gerade verdrückt, das passiert uns diesmal nicht. So, jetzt splitten wir uns auf und können auswählen. Einmal Destructor, die Panzer. Wir wollen aber die Kraken, jetzt werden wir auch noch angegriffen hier. Das war so nicht geplant. Ja. Esst aber jetzt die Einheiten auf, wie ihr seht. Eine Krake hat überlebt. Das Schöne auch an den Kraken ist, die Kraken können halt im Endeffekt auf Berge steigen. Und das ist, wie schon vorher gesagt, der große Vorteil der Goose, weil die halt auf Berge steigen können. Das heißt, ihr könnt hier auf Strukturen draufpacken und da können die eigentlich nur angegriffen werden von Flugeinheiten. Das heißt also, ich werde meine Krake jetzt befehlen. Ja, die kommt da leider nicht vorbei. Hier auf diesen Berg drauf zu gehen. Die macht nämlich wirklich viel Splash-Damage. Hier können wir gleich nochmal 2 Kraken machen direkt. Hier baut sich unser Reiniger auf. Aber ihr seht, es dauert lange, Einheiten zu bekommen. So, da kommt eine Einheit. Werde ich sofort mal hier aufessen gehen. Wenn ich es hinbekomme. Weil, wie ihr seht, so eine Mutter-Goo ist schon recht langsam. Aber meine Krake weiß schon, wo es lang geht. So. Kraken sind wirklich stark in dem Game. So, nochmal. Und jetzt aber 2 Kraken. Und die schicken wir auch direkt hier auf den Kamm drauf.
eine Krake kommt aber da nicht vorbei, ja. Mein Gu blockiert. Da haben wir ein ziemlich volles Gu. Das ist hier das Gu hier in der Mitte. No, dann werde ich auch noch zwei Kraken bauen und die hier oben auf den Berg stellen. Ja, stellen wir die hier hin. Den Gu lassen wir hier. Und der nächste Gu, der wird quasi hier in der Ecke gleich auch drei haben. Da werde ich aber, glaube ich, zwei Destruktoren bauen. Also die Panzereinheiten. Zum Schutz. So, da kommt schon ein Gegner wieder an. Ihn schnell genug kriegen werde ich nicht. Dann bleibe ich einfach mal hier. Ja, die Kraken nehmen halt viel Platz weg auf den Bergen. So. Dauert noch einen Moment. So, da kommt einer vorbei. Zack, da wird er und aufgegessen. Da kommt der nächste. Und wie ihr seht, da kann der Gegner nichts machen, außer ihn wegrennen. Zack, aufgemampft. Schon ist er zu gut geworden. So, hier haben wir auch nochmal zwei. Bauen wir mal zwei Destruktoren. Die packen wir hier in den Wald, ja. Und werden uns weiter goonen. Schauen wir mal. Ja, das kann noch ein bisschen dauern hier. So, zwei haben wir schon mal hier. Drei haben wir hier. Und zwei hier. Destruktoren. So, also ihr seht, wir sind jetzt 9 Minuten Spiel. Haben noch nicht, noch nicht viel. Auch mal zum Multiplayer-Part. Also es gibt einen Multiplayer-Modus natürlich. Dort gibt es eine Rangliste. Man kann 2 gegen 2 spielen, 1 gegen 1. Bis jetzt finde ich es ganz gut. Ich muss nur sagen, ich habe wirklich lange gebraucht, um die Klasse der Goose zu verstehen. Also, ne, einfach was nicht. So, da kommt ein Gegner an auf jeden Fall. Ich habe jetzt eigentlich gleich 4 Energie, um Kraken auch zu machen. Ich werde hier nochmal 2 Destruktoren mal bauen. Werde hier in die Wälder packen. Falls hier noch einer angerannt kommt. So, hier haben wir auch gleich, hier werden wir noch 2 Kraken bauen. Die packe ich hier auf den Berg drauf. Ja, ein bisschen weiter, wenn es gehen würde. Und hier ist auch einer gleich voll. Hier werde ich noch einen Fotoreiniger machen. So, jetzt fangen sie an, so, jetzt fangen sie an, wie ich sehe, hier schon, Flugzeuge zu bauen, ja. Da kann man sich halt nicht so viel gegen wehren. Das heißt, ich muss jetzt Einheiten bauen, die, ja, quasi meine Kraken schütze vor den Fliegern. Dazu baue ich hier diese Tempest-Einheiten. Das sind Anti-Air-Einheiten. So, da bauen die eine Mauer. Aber wie seht, meine Kraken machen halt wirklich Splash-Damage auf dem Boden. So, packen wir mal Anti-Air-Typen hier hin, falls vielleicht ein Flugzeug kommt. Ich wollte mich jetzt zumachen, aber ihr seht hier, meine Kraken treffen das ordentlich und dann gibt es ordentlich Splash Damage. Da können die ruhig mauern, was sie wollen. So, machen wir nochmal hier 2 Tempels, nochmal so Anti-Air-Einheiten. Die packen wir auch hier in den Busch rein, auf den Kamm. So, meine Kraken packen wir ein bisschen näher. So, die Tempels packen wir auch auf den Kamm hier. Meine Destruktoren sind ja auch noch hier am Start. So, hier können wir gleich nochmal 2 Kraken machen. Haben auch eine unglaubliche Range. Na, noch ein bisschen, komm. Ja. Da haben wir nochmal 2. Halten wir hier auf den Berg da. So, hier unten die 2 Destruktoren, die werde ich hier hochziehen. Ich werde hier alles in die Ecke so ein bisschen nehmen. Der ist hier voll. Der ist voll. Kostet mich 3. Machen wir auch Kraken raus. Und noch zwei Flugzeugabwehr. Lassen wir den ein bisschen. Hier gibt es auch wieder gleich 3 voll. Da können wir nochmal. Also langsam. Ich mache halt eigentlich fast nur schwere Einheiten. Hab aber dann im Nachhinein wirklich einen großen Vorteil davon. Ich könnte auch gleich noch. Ich sollte noch eine Madagu machen gleich. Wahrscheinlich. Ein Madagu könnte ich noch gebrauchen.
Ich mach noch einen Madagu und den packe ich dann dahin. Ihr seht schon, aber wenn die halt ihr näher kommen, dann bekommen die sofort, können die auch Mauer bauen, was sie wollen. Wird nicht viel helfen. Und hier geht's runter. Also jetzt habe ich zumindest, habe ich wieder vier Gus für Einheiten. Ich sollte noch einen fünften Gu machen oder sogar noch einen sechsten, langsam das bisschen ausbauen, damit ich überall dann Energie abzapfen kann. Aber der Vorteil ist, ich werde auf jeden Fall zwei große Proto-Reiniger haben. Und dagegen kann man halt echt kaum was machen. Das ist auch das Ziel bei den Gu, so schnell wie möglich halt im Endeffekt im Spiel diese große Einheit zu bauen. Die euch dann wirklich sehr hilft. So, da probieren die wieder irgendwas aufzubauen hier, wie ihr seht. Aber da fliegt schon der Gu die ganze Zeit. Da geht nicht viel. Ich mach den mal lieber auf den Berg hier. Wo ist richtig. So, ich könnte noch eine Mutter-Gu machen oder zwei Kraken. Die Kraken natürlich wahrscheinlich für die Kraken, wie es aussieht. Na? Das kann ich ja noch nicht machen. Ne? Kann ich denn keine große Möbel machen? Ach so, ich bin am Einheitslimit. Ich habe 197 von 200, wie ihr oben rechts in der Ecke seht. Tja, dann können wir nur noch Mutter-Goose machen. Macht ja nichts. Machen wir mal Mama-Goose noch. Splitten wir uns ein bisschen auf. Einheiten geht nicht mehr. Das heißt, wir müssen einfach nur überleben und erstmal kurz warten, bis die Proto-Reiniger fertig werden. Der eine ist auch bald fertig. Das heißt, ich werde jetzt meine Goose wahrscheinlich. Ich mache hier noch eine Mutter-Goose. Ich schicke mir die in der Ecke noch. Dann haben wir für gleich natürlich Einheiten, weil ich werde alle meine Gus nehmen und auf den Gegner zulaufen. Oh, da wurde ein Gu von mir angegriffen und auch ordentlich Damage genommen. Hier ist halt recht gefährlich, würde ich sagen. Hier in der Ecke. Ich werde dann alle meine Gus nehmen, also meine Basen mit den auch loslaufen. Die werden halt quasi meine Forward machen. Und dahinter sind die Karten, die halt dann wirklich die Damage machen auf die Gebäude. Das ist nämlich die Taktik. Weil die machen halt nicht viel Damage, wie ihr seht, auf Gebäude, aber viel Damage an Einheiten. Und der ist auch gleich fertig. Gleich ist mein Proto-Reiniger fertig. Dann werden wir den, ja, die Kiste zumachen. Hier, der ist auch voll, da machen wir aber kein Mutter-Gu mehr. Den nehmen wir mit, falls Einheiten sterben, wir machen neue Einheiten. Und falls der eine nicht reicht, wird dann der zweite auch nicht fertig sein. Also ich werde wahrscheinlich mal die da oben, werde ich leben lassen. Die zwei nehme ich hier mit. Ich werde hier die drei mitnehmen, also die zwei. Ja, ich werde oben die drei gut mitnehmen, genau, die zwei und dann mein Proto-Reiniger. Dann werden wir da oben hinziehen. Die zwei lasse ich mal als Unterstützung über, plus Proto-Reiniger. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, der müsste jetzt fertig sein gleich, genau. Dauert noch vielleicht 10 Sekunden. Da werde ich angegriffen, aber der wurde direkt erstmal aufgemampft und konsumt. Da kann man nicht viel machen. So. Proto-Reiniger, werd fertig! Ja, singen kann ich auch. Das habt ihr noch nicht gewusst. Und da kommt wieder so ein Scout. Also man denkt jetzt so, der Gegner hat wahrscheinlich keine große Armee, aber ich glaube, da liegt man falsch. Der hat schon ordentlich was. Werden wir wahrscheinlich gleich, wenn wir dann mal zur Basis durchrücken, sehen. Da war ein Flieger. Ja, er ist fertig. 5000 erreicht. So, jetzt wird daraus nämlich so eine riesige Gu-Hand, wie ihr seht. So. Dann bewegen wir mal langsam zu unserer Streitmacht hin. Und da haben wir Flieger, aber die gehen halt zu meinem Champ jetzt ordentlich auf die Nüsse. So, der braucht noch ein bisschen. Auf den könnten wir mal warten. Ich werde, glaube ich, einen zweiten mal machen. Die sind alle voll bis oben hin. Die werden wir ordentlich Einheiten produzieren. Erst voll. So. Alle Einheiten haben wir hier. Den haben wir dann gleich hinterher als Backup. So. Dann werden wir uns jetzt mal mit unseren vollgepackten Goose nach vorne bewegen. Machen wir mal ein Tech-Upgrade. So, die Pfützen, die heilen unsere Einheiten. Ich werde das mal kurz tacken. Das heißt, wenn unsere Kraken diese Pfützen auf den Boden schießen und eine Einheit durchläuft, wird die halt geheilt.
So, retten wir mal ein bisschen die Traktoren vor hier. Da kommen die Flieger. Dann nehmen wir unsere. So. Wir werden uns hier mal auf den Platz versammeln. Und dann werden wir da oben uns lang bewegen und durchbrechen. Wie viele Kraken habe ich denn? 11 Kraken, da haben wir noch einen Tempest. Und dann sammeln wir unsere Goose. Der Reiniger ist auch am Start. So, unsere kleine Armee bewegt sich. Ja, da kommt noch ein Gegner, aber der... immer so ein doofer Flieger. Ja, die Kraken halten nicht viel aus, ne? Muss man auch dazu sagen. So, jetzt schnappen wir unsere drei Goose hier. Und... laufen da los. Ich zeig euch mal, was denn der Reiniger so kann. So, jetzt schaut mal dahin. Zack, zack, der ist recht mächtig. Da sind Einheiten, aber das macht uns nichts. Denn die Goose, die werden jetzt alles hier aufmampfen. So, und hier sind die Leute, die von hinten kommen. Da ist schon eine Raffinerie, ja. Zack, da werden sie weggemacht. Da kommen unsere Destruktoren. Oh, da kommt die Gu-Army. Oh oh. Wo ist mein Reiniger? Zack, weg sind sie. So, Raffinerie aufgemacht. Fabrik aufessen. So, jetzt können wir nämlich auch wieder Einheiten spawnen, wenn welche sterben. Muss man reinigen, aber ist ja so langsam hier. Essen, 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 essen. Essen, essen, essen. So. Jetzt ist der Reiniger da. Jetzt gibt's über auf den Sack. Da ist jetzt keine Chance mehr. Wenn der Reiniger erstmal da ist und zuschlägt, ihr seht schon, der macht doch ordentlich Damage. Am besten immer den mittleren Verteiler bei dem Beta kaputt machen, dann ist die ganze Station quasi am Arsch. Genauso wie hier, da kann ich nicht mehr bauen. Machen wir mal den mittleren Verteiler erstmal kaputt da hinten. Bei einem Monster-Gruel hier. Jetzt haut er die Hände da rein. Zack, da ist er down, schon kann das auch nicht mehr benutzen. Jetzt kann ich ihn eigentlich gar nicht mehr benutzen. Weil die nicht gekoppelt sind. Die Taktik mit den Karten und mit den vielen Boots. Ja, klappt auch online ganz gut, ja. Weil der Gu wird einfach am Anfang, die ersten 10 Minuten von den Einheiten, die Gegner bauen kann, einfach nicht getötet. Da isst man ihn einfach auf. Ja, außer man hat wirklich einen guten Gegenspieler, der macht dann Hit and Run quasi. Weil der Gu ist ja ziemlich langsam zu Fuß. Morada wird da was angekurbelt, aber ich denke, den können wir auch nochmal hinschicken. Die beiden Jungs schnappen uns auch nochmal. Machen wir mal 4 Destruktoren raus. Nehmen wir die auch noch mit hier. Weil die Gus wirken halt vorne wirklich gut als Schild. Die Karten dahinter, die machen mega viel Splash Damage. Sterben aber eigentlich normalerweise ziemlich schnell. Ja, aber ihr seht, das klappt wunderbar. So, da wird was gebaut in der Fabrik, das wollen wir nicht. So, Destruktoren laufen noch ein paar Gegner vorbei. Meine Goose essen die wieder alle hier. Ja, ich finde gut, auch hier die Raffinerien und das gleiche auch essen.
Ja, also die Boos können auch dann, wie gesagt, das Gebäude essen. Schick sie drauf, die essen dann das Gebäude. Ganz wunderbar, ihr habt klappt das hier, da. Ja. Ja, wie ihr seht, ne, mein Goo krabbelt auch über den Berg. Gar kein Problem. Oh, jetzt kommen noch ein paar Destruktoren. Meine zwei Goos, die machen auch noch ein bisschen mit. Da geht das Hauptquartier dahin. Ach, da hinten hat er auch noch was gebaut. Ja. Also mit zwei Proto-Reinigern, dann geht gar nichts mehr. Müssten die letzten Gebäude sein. War. Gutes Match. Ja. Wieder auch online bei aggressiven Hina klappt das wunderbar, weil die Booster wirklich viele Hitpoints haben. Gerade wenn die aufgeladen sind, 2000 Hitpoints. Ja, das war ein Match. Mit den Goo, mit der Goo-Fraktion, sollte eigentlich als Guide dienen. Ich war wahrscheinlich noch nicht so ganz drin. Wie gesagt, also am besten wirklich halt schauen, dass man die Goos aufsplittet, sich 4-5 Stück macht und dann halt Kraken bauen und vielleicht Luftabwehr, falls der Gegner Schiffe baut. Und sobald man eine Protohand hat oder einen Protoreiniger, der kann so viel Damage zu großen Truppenverbänden machen. Und habt gesehen, selbst meine kleinen Goos haben wirklich die Truppen aufgegessen. Und ich hatte nur 39 Einheiten zu 105, also... Da haben wir schon wesentlich besser als unser KI-Gegner hier gespielt. Ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wie gesagt, beim nächsten Mal zeige ich euch dann die Beta oder die Menschenklasse. Ich hoffe, ihr schaut euch auch das an. Soll auch dann, wie gesagt, auch wieder als Guide quasi dienen. Und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was für euer Play mit den Goos lernen, um erfolgreicher damit zu sein. Ich danke euch vielmals. Inside Game with me, Pat, macht's gut. Auf Wiedersehen, bye.